So, ich nehme auf. In der Nähe gibt es eine Firefly-Basis. Oder ich hab's geschafft. Ich hab zweimal gedrückt. Und das hat aufgenommen. Herzlich willkommen bei vielleicht Let's Play Together. Genau, den der erste Multiplayer Testlauf von The Last of Us Remastered. Genau. Erster Testlauf, denn es ist Lakeside und wir lieben Lakeside. One of our favorites, einer unserer Favoriten von den normalen Maps. Wobei auf der PS4 sind ja jetzt alle Maps normal sozusagen. Korrekt, da gibt's keine Unterschiede mehr. Und wir müssen auch erstmal mit den 60 Frames hier klarkommen, was uns noch nicht so gut gelingt. Ja. Ist okay. Ich habe auf der PS3 nie Call of Duty in 60 Frames gespielt oder auf dem PC nie einen Shooter in 60 Frames gespielt, ergo muss ich mich erstmal daran gewöhnen. Ja, hinter mir ist einer. Mein Kumpel Sven würde jetzt lachen, weil er ein PC-Spieler ist. Für meinen Kumpel sind 30 Frames ruckelig. Ruckler halt, ne? Hm. Ja, keine Munition mehr, das gibt's doch nicht. Oh, das fängt ja gut an. Herzlich willkommen zu Let's Fail, The Last of Us Remastered. Nein. Entschuldigung, das war jetzt zu lustig. Ich war fast geheilt, Mann. Ich war fast geheilt. Ja, du wurdest gerecht. Dein Mörder wurde von Mr. Alpha Wolf erledigt. Ich feier aber jetzt dich, steht er Alpha in der Schusslinie. Wolf. Ja. Ah, das sieht echt top aus. Also gerade jetzt so die typischen Grafikfehler, die man von der PS3 kennt, sind gar nicht mehr zu erkennen. Es sieht also richtig mal gut aus, würde mein Kumpel jetzt wieder sagen. Aber genug von ihm. Schöne Grüße. Du liebst deinen Kumpel, gell? Ja, wir haben immer herzhafte, herzliche Debatten. PC versus Konsolen. Auch schöne Grüße, unbekannterweise. Ich fühle jetzt auch die 60 Frames in mir und ich fühle mich ganz grandios damit. Also es ist sehr toll. Einen Moment noch, ich helfe dir! Willst nicht in Deckung gehen, Kollege? Das war die Hilfe, Mann. Die hören uns nicht. Das ist der Vorteil. Die hören uns einfach nicht. Haben wir auch erfolgreich umgangen. Es ist wirklich ein Vorteil, denn wer uns hört, der kriegt immer gleich Ohrenbluten, ne, von unserem Gelaber. Eben. Außerdem ist das Gesprächsniveau hier nicht immer so ganz die feine englische Art, von daher passt das. Sehr wohl. Ich habe auf den Tisch gehauen. Ich hab auf den Tisch gehauen. Ich musste hier mal auf den Tisch hauen. Ja, Cruel haut öfters mal auf den Tisch, wenn sie grumpy ist. Und sogar, wenn sie nicht grumpy ist. Ja, hier auf the desk. Ja, guter Schuss, auch wenn er mich wahrscheinlich nicht hören kann. Nice, auch wenn wir nichts gerissen haben, fast nichts. Eigentlich sind wir gut, das will ich nur mal anmerken. Genau, das werden wir im Laufe dieser Let's Play-Serie noch beweisen, wie gut wir sind. Ja, außer wir haben jetzt wirklich nur solche Freaks wie in den ersten Testrunden, die wir jetzt gespielt haben, was recht furchtbar war. Ließ mich schon Cruel ein bisschen grumpy werden. Cruel hatte gehofft, dass sich die ganzen Freaks, die das den ganzen Tag spielen, sich die PS4-Version nicht leisten können, weil sie Hartz-IV-Empfänger sind. Aber bisher sieht es leider eher aus, als wäre das Gegenteil der Fall. Als hätten die Freaks ihr ganzes Ersparnis zusammengekratzt, um sich dieses Spiel für PS4 zu holen. Aber es war doch eigentlich eine logische Schlussfolgerung, oder? Hätte passen können, aber okay, nein. Ja. Es hätte passen können, es wäre so schön gewesen. Zu schön, war um wahr nicht zu sein. So. Ja. Aber ist okay, die werden wir auch irgendwann besiegen. An dieser Stelle möchte ich übrigens nochmal zu Protokoll geben, dass der Ingame-Chat von The Last of Us ganz schön Mist ist. Abgehakt wie sonst was. Ich hoffe sehr, dass es nur Day-One-Schwierigkeiten sind und dass es nochmal gepatcht wird. Denn richtig. Das ist nicht wirklich erfreulich. Ein Eindringling tot! Nicht so nett. Da schießt jemand auf mich. Scheiße. Und er hat mich getroffen. Aber jetzt bin ich in Sicherheit. Bis jemand kommt und wieder belebt. Okay, ich bin tot. Ich bin auch down. Ja, alle Level 0 und wir losen wieder voll ab hier.
Aber das ist interessant. Das sind ja, das müssten jetzt also demnach die ersten. Auf Deckung! Die erste Woche von all diesen Spielern sein. Das ist schon irgendwie cool. Ja. Man, also wenn man so Day One dabei ist. Ich habe meistens das Problem, wenn ich mir ein neues Spiel mit Multiplayer hole, dass ich erst den Singleplayer zocke und wenn ich dann mit dem Multiplayer anfange, sind alle schon Level 100 oder so. Ja, das ist bei mir ja auch meistens so. Das ist direkt mal das erste Mal, dass ich mal wirklich Day One im Multiplayer am Start bin. Ich komm mit dem. Ich komme mit der Steuerung auch nicht klar. Ich bin irgendwie PS3-Controller gewöhnt. Ja, ich krieg's hin. Ich glaube, ich würde verwirrt sein, wenn ich die Steuerung umlegen würde. Also zielen und schießen mit L2. Ja, ich hab's ja jetzt schon umgelegt, aber irgendwie bin ich noch ein bisschen hochmotorisch, keine Ahnung. Mann, ich habe direkt was gerissen, aber leider haben wir doch verloren. Sehr schade. Wir haben das Ding halt exzessiv auf der PS3 gezockt. Also eigentlich sollten wir was können hier. Ja, aber es ist eben die Aufregung am ersten Tag, da kann man nichts verlangen. Jetzt filmen wir uns noch selber, jetzt sind wir noch zusätzlich aufgeregt. Der Leistungsdruck ist unaufhaltsam. Nee. Ja, das total also das überstürzt darf man, und unterdrückt. So. Das darf man nicht überstützen, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Das darf man auf keinen Fall überstützen hier. Ach ja. Nee, Leute, Lakeside ist wirklich eine wunderschöne Map. Fertig, los geht's! Die viele taktische Möglichkeiten bietet, nach meiner Meinung. Ja. Ein Eindringling tot! Die wir zwar im Moment nicht nutzen, aber das macht ja nichts. Das ist eine andere Geschichte. Fertig, los geht's! Aber ich bin ein bisschen aufgepimpt und mal sehen, dass es weitergeht hier. Der ist down. Oh nein. Ausweichern! Wie ärgerlich. Den hab ich aber jetzt, komm, hier. Achtung, da oben im Hotel ist wieder ein Scharfschütze. Am offenen Fenster da, beim Hotel wieder, da wie immer. Bist du tot? Nee. Nee, ich lebe noch, aber. Deckung, muss in Deckung gehen, weil sonst der weiß, wo ich bin. Schade, dann hast du gar nicht meinen Mörder-Move gerade gefilmt. Ah, ich hab ihn gesehen, aber nur aus der Entfernung. Ah. Das ist okay. Hier glitscht übrigens noch ein toter Nick rum. Also ganz glitchfrei ist es noch nicht. Start. Da oben. Ja, ich sehe ihn, Was tun wir? Ich werde mal versuchen, direkt auf Angriff zu gehen. Werde mal hier hochklettern. Ich hoffe, dass sie mich nicht bemerkt haben. Achtung! Ach, der ist da oben. Kack. Achtung! Der ist tot! Nice. Hat er mich gar nicht gesehen, der Penner. Jetzt ist er aber. Ich komm nicht hoch. Nein, er hat mich. Rein da, los, schnapp ihn aus. Ja, na also. Das war nicht alle Eindringlinge. Unser zweiter Sieg. Na also, es ist ausgeglichen. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Wir sind doch nicht so schlecht, wie es am Anfang aussah. Ich muss mein Salute noch freispielen. Ich kann's noch gar nicht. Meine Geste. Ja, ach ja, ich habe irgendwie auf der PS3 nie kapiert, wie man die einsetzt, weil ich es selten gemacht habe. Wie macht man das nochmal? Wie macht man die Geste? Warte, ich teste. Ah nee, ich habe noch keine R3. Ah, ich habe ja auch keine, aber gut zu wissen. Nochmal schnell was basteln, beziehungsweise was aufpimpen. Oder was L3. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. So. Ich bin gleich tot. Ich sehe schon dem Tod ins Auge. Nee, bin ich nicht. Aha. Ich hab dir geholfen. Gehelft. Danke für die Hilfe. Jetzt bin ich erwischt. Headshot, dieser Arsch. Hilf mir. Bring den Arsch hier rüber und hilf mir. Einen Moment noch, ich helfe dir. Schnell. Ich will meine Teile. Ich bin gierig. Danke für die Hilfe, Mann. Danke. Also ich helfe dir jetzt nur, weil ich dafür auch Teile kriege, sonst würde ich dir nicht helfen. Ah, fuck you. Nein, natürlich nicht.
Scheiße, das muss ich verbinden. So, wir sind die letzten zwei Überlebenden. Ja, yeah, we are the last of us. Hahaha, um gleich mal den Wortspiel-Witz zu bringen. 5 Euro in die Wortspielkasse. Okay, Mann, los geht's. Genau. Achtung. Ich sag dich immer genau so ab. Ich sag das zu oft. Ich sag jetzt, ich ersetze das jetzt durch richtig korrekt. Mist, der hat mich. Hinter dir ist einer. Du wirst von beiden Seiten angegriffen. Ich bin down. Ich hab's leider erwischt. Einen hab ich. Oh Gott, ist das spannend. Ja, High Tension, meine Damen und Herren. Liebe Zuschauer. Der Deckungstraining. Liebe Nerds. Leider. Und du nicht. Nicht vergessen, ne? Ich habe das auch ich einmal völlig nicht. Vergessen. Aus Gewohnheit. Das ist korrekt. Aber ich nehme jetzt eine Kiste. Ich möchte übrigens vorwarnen, wir haben nur noch 4 Minuten. Und das wahrscheinlich müssen wir dann zwischendurch mal stoppen und wieder anfangen, damit die Runde vollständig aufgezeichnet wird. Ja, klar. Ich konzentriere mich mal eben. Oh nein. Siehst du, falsche Taste. Wo ist er? Vergiss übrigens nicht, dass du auch noch keinen Schalldämpfer hast. Also du hast ihn verraten. Er ist tot. Ah. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Ja, hallo? Ja, gell? Erledigt, aber nicht abschalten. Das war nicht nice. Zu viel eingesteckt für meinen Geschmack, oder? Mhm. Aber du hast ihn besiegt. Großartige Arbeit. Ja, Salute. Pseudo-Salute. 5 Minuten hast du gesagt, haben wir noch. Jetzt gleich noch 3. Das reicht okay. Noch für eine, wahrscheinlich für eine Runde und dann, also da könnten wir sogar gewinnen, dann wird es doch reichen. Ja, es ist immer so ein bisschen tricky. Je nachdem, wie lange eine Runde geht, reichen 15 Minuten oder sie reichen nicht. Wir werden es sehen. Wenn wir jetzt plötzlich mal über uns hinauswachsen, könnten wir es sogar schaffen innerhalb der Zeit. Ja, das ist hier jetzt sowieso eine längere Runde, wo eben fast alles ausgeschöpft wird an Rundenpotenzial. Also korrekt. 3 Siege, 2 Siege. Jetzt werden die wahrscheinlich noch einmal gewinnen. Nicht so negativ. Wir machen die platt. Ich bin zuversichtlich. Ja, ich muss optimistischer werden, ich weiß. Und ich bin noch nicht im Rage-Mode. Das ist gut. Ja. Mrs. Grumpy wird ihrem Ruf bisher nicht gerecht. Das kommt noch, keine Angst, früh genug. Ja. Ich gehe mal von der anderen Seite. Oh nein, der Scharfschütze hat wieder zugeschlagen. Ich versuche mich wieder von rechts anzuschleichen. Ja. Wenn sie mich nicht... Ah, rechts ist einer auf dem Balkon. Ja, gesehen. Und er hat mich. Ich bin leider down. Aber noch nicht endgültig besiegt. Wenn du es rechtzeitig zu mir schaffst, könntest du sogar was tun. Was reißen. Wir sind eh die Letzten, merke ich gerade. Scheiße. Nice. Okay. Nein, wir können nichts tun. So, liebe Leute, Sudden Death, Final Battle, wie auch immer. Spannung, Spannung. Und die Zeit läuft uns leider davon. Aber egal, dann machen wir kurz aus und machen nochmal wieder an. Ja, werden wir tun. Ob wir gewinnen oder verlieren, erfahrt ihr in der nächsten Folge von The Last of Us. Na, noch haben wir Zeit. Nicht zu früh. Habe ich dich jetzt angesteckt mit zu früh Schluss machen oder was? Zu spät. Das habe ich uns schon abgekündigt. Das musst du jetzt rausschneiden. Nein, das schneide ich nicht raus. Okay, dann werde ich nächstes Mal den Timer starten, beziehungsweise nie wieder eine Runde ankündigen. Nein. Nein. Also, jetzt ergreife ich meine Initiative rechtzeitig. Wir sehen uns in der nächsten Folge von... Oh je, ich bin down. Ich bin down. Genau. Let's fail The Last of Us. Mann, das war knapp. Einen Moment noch, ich helfe dir. Danke für die Hilfe, Mann.
Ich lasse es ausklingen. Ich nehme mal auf. Du auch? Oder nicht? Ja, natürlich. Ach so, genau, richtig. Ja, willkommen zurück bei Let's Fail The Last of Us. Nein, nein, wir sehen hier das große Finale dieser Runde. 2 gegen 2, wer wird gewinnen? Cruel und ich sind leider nicht mehr dabei, deswegen schauen wir unseren beiden Kollegen jetzt über die Schulter. Ja, werden wir es schaffen? Es ist ein spannender Kampf. 2 gegen 2. Die werden das schon reißen hier, die Jungs, oder? Genau. Ich bin zuversichtlich. Die werden sich freuen, wenn sie online zu sehen sind. Ja. Können wir was tun? Wir können hier auch in die fixierte Kamera wechseln, was ich leider nicht zeigen kann. Was nur der Kazuya zeigen kann. Ich könnte es, aber ich lasse es jetzt mal für diese Runde. Ja, wir sind eh am Gewinn. Scheinbar, eins, oder? 1:1. Ein 1:1-Duell. Es bleibt weiter spannend, Leute. So spannend war es auch schon lange nicht mehr hier. Genau, es liegt nicht in unserer Macht, ob wir diese Runde gewinnen, sondern es liegt allein in, einzig und allein in der Hand von Mr. Alpha Wolf. Apropos Wolf, ich will Half... Half-Life. Half-Life 3. Half-Life. Das ist die schön verhaspelt. Das kommt alles mit rein. Valve, Half-Life, ja. Und ja, meine Damen und Herren. Unentschieden. Das heißt, wir müssen ein verdientes jetzt Unentschieden. Ein verdientes oder? Unentschieden. So, das war die erste Runde. Die erste Folge unserer Serie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.